Wie du ja gerade auch angekündigt hast, bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturmanagement und Medien an der HMTM. Und mein Job besteht vor allem darin, das Thema künstliche Intelligenz bei uns am Institut präsenter zu machen und dann später auch auf einer Hochschulebene. Präsenter heißt das in Lehre, aber auch in Forschung, dass wir ein paar Forschungsprojekte planen. Und wir haben auch für den kommenden Frühling- und Sommersemester auch Veranstaltungen geplant zu dem Thema, die größtenteils dann auch öffentlich sein werden. Und kurz zu mir, ich habe Soziologie in Bachelor studiert, in Master Soziologie technikwissenschaftliche Richtung. Dann war ich eine Weile wissenschaftliche Mitarbeiterin am Munich Center for Technology and Society, der TU München, wo ich auch noch promoviere zu Virtual Reality in den bildenden Künsten. Und ich habe mich nicht immer für die Schnittstelle Technologie und Kunst interessiert oder beziehungsweise war mir nicht immer ein bekanntes Thema und zunehmend sozusagen fand ich das interessanter, spätestens dann mit meiner Dissertation, erstmal Virtual Reality und dann später KI. Und jetzt durch meine Position am Institut ist das Virtual Reality ein bisschen im Hintergrund und KI ist sozusagen präsenter geworden. Ja, wie von dir angekündigt, werde ich heute über künstliche Intelligenz in Kunst und Kultur sprechen und versuchen, so einen Überblick über aktuelle Praktiken zu geben. Was ich heute vorhabe, ist erstmal frühere KI-Experimente in der Kunst vorzustellen, dann ein bisschen auf die Frage einzugehen, was ist künstliche Intelligenz und mehr die technische Dimension einbeleuchten oder beleuchten. Um dann zeitgenössische Einsätze in KI und Kunst und Kultur vorzustellen. Und in dem ersten Teil möchte ich sozusagen diskutieren, KI als künstlerischer Schöpfer einerseits und KI als künstlerisches Medium andererseits. Und am Ende dann möchte ich KI als ein unterstützendes Tool oder Werkzeug in der Kreativwirtschaft betrachten und am Ende ein Fazit ziehen. Ja, also künstliche Intelligenz und die Vorstellung von einem künstlichen Menschen ist für die Kunst kein neues Thema. Im Gegenteil sogar, die Kunst und gerade Literatur und Film haben sich mit diesem Thema schon seit langem befasst. Es gibt zahlreiche Beispiele. Man denkt an Frankenstein von Mary Shelley oder an einen menschlich ähnlichen Automaten in dem Buch von Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Und natürlich gibt es auch zahlreiche Beispiele aus der Filmgeschichte, Ex Machina, Her, The Matrix, um die bekanntesten zu erwähnen. Und sicherlich auch einer der bekanntesten KI in der Filmgeschichte, HAL 9000, von dem Film von Kubrick 2001, Odyssee im Weltraum. Aber die Kunst hat sich nicht nur schon seit langem mit dem Thema KI auseinandergesetzt, sondern in der Kunst wurde auch schon seit langem versucht und experimentiert und sozusagen, dass man mit der KI Kunst macht und dass die KI selbst künstlerisch, schöpferisch tätig wird. Und ein bekanntes Beispiel ist sicherlich die Iliad Suite, was 1957 entstanden ist, in dem die zwei amerikanischen Wissenschaftler und Musiker Hiller und Isaacson mit dem Großrechner Iliad experimentiert haben. Und es wurde dann eine synthetische Partitur erstellt, dann die in eine herkömmliche Notation übersetzt wurde und von traditionellen Musikinstrumenten gespielt wurde. Ein weiteres Beispiel ist sicherlich das Programm EMI, was programmiert wurde 1983 von dem Musiker und Komponisten David Cope. Und schon damals war EMI in der Lage, indem man sie nach einer Weile trainiert hat, mit Werken von Bach oder von anderen Komponisten, sie war in der Lage, die Musik zu zerlegen in Bestandteilen und diese dann wiederum zu rekombinieren. So dass bereits 1993 gab es ein Album Bach by Design und dann folgten auch andere Alben in Stil von anderen bekannten Komponisten. Im Bereich der bildenden Künsten ist sicherlich das Computerprogramm Aaron zu erwähnen, programmiert 47 von dem Künstler Harold Cohen. Und soweit ich weiß, gibt es dieses Programm noch und malt immer noch, obwohl der Künstler schon gestorben ist. Und in den 70er war Aaron erstmal in der Lage, abstrakte Bilder zu generieren. Später in den 80ern kamen gegenständliche Bilder, in den 90er Menschen und Farbe. Und in den Nullerjahren kehrte Aaron wieder zu abstrakten Zeichnungen zurück.
Sprich, künstliche Intelligenz im Allgemeinen und künstliche Kreativität im Spezifischen als ein Teilgebiet der KI oder oft genannt oder bezeichnet mit dem Begriff Computational Creativity, ist kein neues Phänomen, weder für die wissenschaftliche Forschung noch für die künstlerische Praxis. Und man kann es zurückverfolgen bis zu den 50er Jahren. Allerdings, was heute neu ist, ist, dass wir mit einem neuen Paradigma zu tun haben, nämlich eine KI, die Machine Learning basiert ist. Und Machine Learning kann man sehr allgemein definieren als der Prozess, aus vorhandenen Daten Zusammenhänge und Muster selbstständig zu lernen. Selbstständig, sprich hier, dass das Programm nicht vorher explizit programmiert worden ist und dass dann diese Muster auf neue, unbekannten Daten zu übertragen und anzuwenden. Das heißt, man kann sozusagen zwischen zwei Paradigmen unterscheiden, KI-Paradigmen. Die eine ist die symbolische KI oder die sogenannten Good Old Fashioned AI und die andere ist die Machine Learning Based AI. Und die symbolische KI oder die Good Old Fashioned AI funktioniert nach einem Top-Down-Modus. Das heißt, es gibt ein spezifisches Themengebiet und das wird dann mathematisch modelliert. Es werden Regeln aufgestellt und nach diesen Regeln wird dann der Algorithmus programmiert. Das heißt, wir haben hier mit einem modellbetriebenen Ansatz zu tun. Zwar benötigt das System Daten, aber es ist sehr regelbasiert. Also man hat regelbasierte Expertensysteme, die auf Wenn-Dann-Beziehungen aufgebaut sind. Und man hat mit einer transparenten Box zu tun, weil man nachvollziehen kann, wie das Expertensystem das jeweilige Output generiert hat. Während wir bei Machine Learning haben wir mit einem Bottom-Up-Modus zu tun oder operiert nach diesem Bottom-Up-Modus. Das heißt, der Algorithmus wird nicht also baut sich selbst auf von unten nach oben, indem er interagiert mit immer mehr neuen Daten. Also wir haben hier mit einem datenbetriebenen Ansatz und mit Algorithmen, die fähig sind zu lernen, in einer Interaktion mit diesen Daten. Das heißt, man hat eher einen Meta-Algorithmus, der dann in der Konfrontation mit immer mehr Daten neue Algorithmen erstellt. Und Deep Learning ist dann ein Teil von Machine Learning. Und oft, oder Deep Learning wird ja bezeichnet als eine Blackbox, weil man nicht nachvollziehen kann, wie genau der Algorithmus lernt. Also in der medialen Öffentlichkeit wird KI oft mit Machine Learning gleichgesetzt, aber es gibt auch andere Arten von KI, nämlich die symbolische. Und dann kann man auch wiederum das maschinelle Lernen in zwei Arten aufteilen, nämlich einerseits das klassische Machine Learning, das basiert auf klassische statistische Verfahren wie lineare und logistische Regression, Clusteranalysen und wird vor allem eingesetzt, wenn man kleineren Datensätze hat und wo die Daten strukturiert sind, während wir bei dem zeitgenössischen maschinellen Lernen, also Deep Learning auch genannt, haben wir neuronale Netze und es gibt sehr viele oder einige Architekturen von neuronalen Netzen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde. Und das wird angewendet, wenn der Datensatz sehr groß ist und wenn man mit strukturierten, aber vor allem auch unstrukturierten Daten zu tun hat und vor allem auch mit einem anderen Typus von Daten wie Video, Audio oder Text. Und ferner kann man auch unterscheiden zwischen überwachten, unüberwachten und verstärkten Lernen. Darauf gehe ich aber jetzt nicht näher ein. Worauf ich aber gerne noch ein bisschen näher eingehen möchte, ist auf die künstlichen neuronalen Netze und wie die funktionieren, auch sehr vereinfacht dargestellt. Aber man kann sich die Architektur von einem neuronalen Netz schematisch folgendermaßen darstellen oder vorstellen. Es gibt eine Eingabeschicht, wo die Informationen aufgenommen werden und es gibt eine Ausgabeschicht, wo die Outputs generiert werden. Und dann gibt es die sogenannten versteckten Schichten oder Hidden Layers, wo dann die Berechnungen stattfinden. Und im Prinzip kann ein neuronales Netz aus unendlich vielen versteckten Schichten bestehen. Zeitgenössische neuronale Schichten bestehen bis zu 100 Schichten. Und je mehr Schichten ein neuronales Netz hat, versteckten Schichten, desto komplexer ist es. Und daher kommt auch der Begriff Deep Learning. Die meisten neuronale Netze haben schon eine vielschichtige, also viele versteckte Schichten, also haben eine tiefe Struktur und deswegen ein tiefes Lernen. Und wenn man jetzt versuchen würde, ein neuronales Netz beizubringen, Bildern von Äpfeln, von Bildern von Birnen zu unterscheiden, würde das folgendermaßen aussehen, und zwar auch sehr vereinfacht gesagt. Aber
An die Neuronen der Eingabeschicht hier werden dann die Informationen aufnehmen. Zum Beispiel dieser Neuron hier befasst sich mit dem meinetwegen Farbwert von diesem Pixel. Und diese Information wird dann in einen Wert übersetzt aufgrund von einer Formel. Und diese werden dann weitergegeben an den weiteren Neuronen. Hier finden dann die Berechnungen statt und am Ende gibt es einen Output. Und im Prinzip gibt es jetzt hier zwei möglichen Arten von Output, Apfel oder Birne. Und je nachdem, wo der Wert höher ist, ist das die richtige Antwort. In unserem Fall würde jetzt das neuronale Netz falsch liegen, weil er sagen würde, ich sehe eine Birne, es ist aber ein Apfel. Und dann aufgrund von diesem Fehler und aufgrund von diesem Output finden dann neue Berechnungen statt. Und diese Berechnungen finden dann mehrfach statt. Und jetzt das Entscheidende ist aber, dass die Parameter bei den mathematischen Formeln, die sich bei diesen Neuronen sozusagen verstecken, sozusagen, dass diese Parameter zufällig gewählt sind, weil der Programmierer weiß ja nicht, was ist die Formel, mit der man Äpfel von Birnen unterscheiden kann. Und diese Parameter werden immer wieder bei jeder Berechnung neu angepasst und neu justiert und optimiert, bis das Ergebnis dann sozusagen richtig ist. Und diese Berechnungen finden aber millionenfach statt und auch auf vielen Ebenen. So dass man sagen kann, dass die Werte der Formel werden durch die Ausgangsdaten immer wieder neu angepasst und optimiert. Und das System lernt nicht durch Wissen, sondern durch Ausprobieren. Und am Ende hat sich sozusagen das neuronale Netz beigebracht, Äpfel von Birnen zu unterscheiden. Aber der Algorithmus findet seine eigenen Unterscheidungsmerkmale und leitet seine eigenen Heuristiken ab, die nicht dem üblichen Verständnis von menschlichen Unterscheidungen entsprechen, wie zum Beispiel ein Apfel ist rot und rund und eine Birne ist gelb und länglich. Das heißt, dadurch, dass die Heuristik nicht nachvollziehbar ist, spricht man auch von einer Blackbox. Also die selbstlernenden Algorithmen konstruieren Entscheidungsbäume, die sehr schwer zu entschlüsseln sind oder zu rekonstruieren. Das bedeutet, zurück zur künstlichen Kreativität, man kann auch zwei Arten von Computational Creativity unterscheiden. Die eine ist die nicht-Machine Learning-basierte und die andere ist die Machine Learning-basierte. Und die Beispiele, die ich vorher erwähnt habe, sind Beispiele für eine nicht-Machine Learning-basierte künstliche Kreativität. Also die basieren auf einem Top-Down-Ansatz. Und oft wurde Zufälligkeit auch eingebaut in diesem System. Zum Beispiel in dem Code von Aaron gab es einen Zufallsgenerator oder Kompositionssoftware von früher basieren auch oft auf stochastischen Prozessen. Während die Beispiele, die wir jetzt in den letzten Jahren, gerade in der medialen Öffentlichkeit diskutiert wurden, basieren auf einem Bottom-up-Ansatz und besitzen die Fähigkeit zu lernen. Und einige Beispiele möchte ich jetzt präsentieren, die ihr vielleicht auch sicherlich schon kennt. Das ist zum einen der Next Rembrandt Project, was entstanden ist 2016 in einer Kooperation zwischen TU Delft, Microsoft und das Rembrandt Museum. Und hier wurde die KI gefüttert mit 3D-Scans von Rembrandt und am Ende konnte die KI ein Bild generieren im Stil von Rembrandt. Das weitere Beispiel ist das Porträt Edmond de Bellamy, was 2018 bei Christie's versteigert wurde, fast für eine halbe Million Dollar. Auch hier wurde die KI gefüttert mit einem Datensatz über 15.000 Bilder, Porträts aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und wurde sozusagen produziert von dem Startup Obvious AI and Art. Und ein weiteres Beispiel, was auch in den Medien oft diskutiert wurde, ist der Roboter AIDA, die auch mit Hilfe von KI-Bilder und Zeichnungen generiert, die auch in Galerien verkauft und ausgestellt werden. Im Bereich der Musik, da gibt es auch schon sehr, sehr viele Beispiele. Ich habe zwei mitgebracht. Das eine ist ja die unvollendete Schubert-Symphonie Nummer 8. Die letzten zwei Sätze wurden auch von einer KI vollendet, in Kooperation mit Huawei. Und das wurde dann 2019 in London uraufgeführt. Oder ein aktuelleres Beispiel, dieses Jahr wurde auch die 10. Symphonie von Beethoven auch von einer KI in Kooperation mit Telekom vollendet und dieses Jahr im Bonn im Beethovenhaus uraufgeführt. Im Bereich Literatur und Theater haben wir auch Beispiele.
das erste von KI generierte Gedicht, zumindest so wurde es dargestellt in den Medien, Sonnenblicke auf der Flucht, wurde auch generiert von der KI GPT-2 von der Werbeagentur Tunnel 23 und das wurde geschickt dann an einem Lyrik-Festival und die Lyriken hat das erstmal nicht verstanden, also gewusst, dass das von einer KI geschrieben ist und dachte, das ist von einem Menschen und hat das auch sozusagen kommentiert. Und letztendlich wurde auch das Gedicht in einem Gedichtband aufgenommen. Und im Bereich Theater ist das Theaterstück AI, When a Robot Writes a Play, ein Beispiel dafür, wo die KI das Drehbuch geschrieben hat. Ich glaube, hier war es GPT-3 schon, die nächste Generation. Und die hat 90% des Drehbuchs generiert. Und das wurde dieses Jahr, die Online-Premiere war in Prag und dann später gab es auch in New York und in Chicago wurde das Theater uraufgeführt. Genau, das heißt, alle diese Beispiele und viele weitere haben in der medialen Öffentlichkeit eine Diskussion ausgelöst, die sich unter anderem mit den Fragen befasste, kann die Maschine kreativ sein und kann KI Kunst? Und die Befürworter haben argumentiert, dass gerade Machine Learning-basierte KI durchaus kreativ sein kann, weil sie ja eben, wie ich vorher erzählt habe, ihre eigenen, oft sehr komplexen Heuristiken ableitet. Das heißt, sie ist selber in der Lage, Lösungen zu finden und Outputs zu generieren, die neu sind und überraschend. Und man kann letztendlich mehr herausbekommen als das, was man einprogrammiert hat. Und ich sage jetzt nicht die Gegner, aber die das eher verneinen, sagen, dass es an wesentlichen Elementen fehlt, die entscheidend sind für die zumindest menschliche Kreativität, nämlich Körperlichkeit, Sinnlichkeit, Emotionen, Bewusstsein, Reflexion und sagen sozusagen argumentieren, dass die Maschine kann nicht verstehen, was sie komponiert hat, sie kann es nicht erfahren, sie kann es vor allem nicht emotional erfahren, auch die Entscheidungen, die da stattfinden, sind weder bewusst noch unbewusst. Sie kann es auch nicht kritisch hinterfragen. Das heißt, wir haben hier mit einem Werk ohne Erfahrung zu tun. Ein Gegenargument ist wiederum, dass sie sagen, naja, letztendlich ist die ästhetische Erfahrung bei dem Betrachter entscheidend. Und wenn ein Kunstwerk bei mir sozusagen eine ästhetische Erfahrung auslöst, ist es egal, ob das Kunstwerk von einer KI oder von einem Menschen generiert worden ist. Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt meiner Meinung ist, dass die Begriffe Kreativität und Kunst sehr oft gleichgesetzt werden. Das sind aber doch unterschiedliche Begriffe, weil Kunst muss nicht kreativ sein, gerade zeitgenössische Kunst. Und es gibt auch viele kreative Beispiele, die keine Kunst sind. Kunst ist auch vielmehr ein sozialer Aushandlungsprozess, der stattfindet unter historischen und institutionellen Rahmenbedingungen, die sich auch wandeln. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass man sagt, dass die KI-Kunst letztendlich nur dass eine Duplikation ist des Bekannten. Also wir haben oft hier mit Werken im Stil von, also es ist eine Nachahmung. KI kann auch nicht den Raum verlassen, also sie kann nicht, sie kann nur das produzieren anhand von den Daten, die sie trainiert ist. Also sie kann nicht den Kunstbegriff erweitern. Das ist aber wesentlich für das ästhetische Denken der Moderne. Und dann wird auch von der Kunst erwartet, dass sie emotionale, soziale und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt und übersetzt, dass Kunst ein Ort der Kritik und Reflexion ist und Bezug nimmt auf aktuellen Entwicklungen. Und es wird argumentiert, dass die KI-Kunst dies alles nicht kann. Letztendlich ist es aber so, dass die meisten Künstler und Künstlerinnen sich gar nicht für diesen Ansatz interessieren, nämlich KI als künstlerischer Schöpfer, sondern sie verfolgen einen anderen Ansatz, nämlich der der Ko-Kreativität zwischen Mensch und Maschine. Und die betrachten KI vielmehr als künstlerisches Medium und als eine, ich sag mal, gleichberechtigte Entität, die ihre eigene Agency hat. Und mittlerweile gibt es wirklich sehr viele Künstler und Künstlerinnen, die mit KI experimentieren und neue ästhetische Erfahrungsräume erforschen. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Zum einen, das ist der Künstler Jan Cenk, der mit Hilfe von KI Kunstwerke schafft, die sozusagen Echtzeitsimulationen sind. Die haben keinen Anfang, kein Ende, die sind sehr dynamisch, die verändern sich ständig und entwickeln sich weiter, weil diese Elemente, die in dieser Simulation vorkommen, miteinander interagieren. Die interagieren auch mit dem Publikum, wie bei dem Kunstwerk Bob, was unter anderem in London 2019 ausgestellt wurde. Und zum Beispiel dieses Wesen, diese Kreatur hier interagiert mit dem Publikum und sie lernt auf diesen Interaktionen und entwickelt sich weiter.
Und er betrachtet Kunst oder Kunstwerke fast als lebendige Lebewesen und als eigene Ökosysteme. Eine weitere interessante Künstlerin für mich ist Anna Riedler, die so ein Echtzeit-Performance-Projekt durchgeführt hat, Drawing with Sound, wo sie einen spezifischen, also einen speziellen Headset trägt und dann man kann sozusagen die KI übersetzt in Echtzeit den Akt des Zeichens in Sound. Das heißt, man hat sozusagen eine musikalische und visuelle ästhetische Erfahrung Gleichzeitigkeit, also eine Gleichzeitigkeit dieser doch sehr unterschiedlichen Medien. Auch im Bereich der Musik gibt es mittlerweile sehr viele Künstler und Künstlerinnen, die sich auch für diesen Austausch zwischen Mensch und Maschine interessieren. Und es gibt auch sehr viele Forschungsprojekte. Ich habe auch wieder nur zwei mitgebracht. Das eine ist Imitation Game, was entstanden ist am Institut für elektronische Musik und Akustik an der Kunstuni Graz. Und hier haben wir sozusagen mit einer interaktiven Kompositionssituation zu tun, wo der menschliche Schlagzeuger und der robotikhafte Schlagzeug oder der Roboter, in dem Fall kein humanoider Roboter, in Echtzeit miteinander komponieren, indem sie Bezug aufeinander nehmen, indem sie miteinander interagieren. Auch so ein künstlerisches Forschungsprojekt ist Lua, was letztes Jahr uraufgeführt wurde von Matthias Nitschke. Und hier haben wir auch das Prinzip oder im Fokus steht die Frage nach dem Austausch zwischen KI, den Musikern und Musikerinnen, den Schauspielern und Schauspielerinnen und auch durchaus mit dem Publikum. Auch im Bereich der Literatur gibt es Beispiele für diese Co-Kreativität. Ein Beispiel wäre das Buch Pharmaco-AI, was 2020 erschienen ist. Und ist es auch das Ergebnis von einem Co-Creative Writing zwischen der GPT-3-KI und dem Autor. Und das Buch basiert wieder auf einem experimentellen Gespräch zwischen den beiden Entitäten und es ist auch wieder ein Austausch und genauso verhält sich bei dem Kunstwerk Malermix von Flavio Curry, was letztes Jahr im Haus der Kunst ausgestellt wurde. Und auch hier ist wiederum die zentral die Frage nach der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Und ich möchte auch ein Beispiel oder zwei Beispiele im Bereich Theater vorstellen, die sich wieder auch mit dieser Frage befassen, nämlich Prometheus Unbound von Cyberräuber, was 2019 in Graz uraufgeführt wurde und das Theaterstück Regie KI, was dieses Jahr im Juni die Online-Premiere hatte im Düsseldorfer Schauspielhaus. Und hier zentral ist wieder die Frage nach der Kommunikation zwischen KI und Mensch und Künstler und Künstlerinnen. Und oft wurden auch hier sozusagen unvorhergesehene Kommunikationssituationen geschaffen, wo auch das Publikum einbezogen wird, gerade auch bei dem Theaterstück Prometheus Unbound. Genau, und das waren jetzt Beispiele alles einerseits für KI als künstlerische Schöpfer und andererseits KI als künstlerisches Medium oder als kooperierender Partner. Man kann aber KI auch betrachten, auch als ein Werkzeug für die kreativen Praktiken und für die Arbeitspraxis von Kultureinrichtungen. Und sicherlich ist sozusagen umfasst die Kreativwirtschaft sehr viele Branchen mit jeweils sehr spezifischen Aufgaben. Dennoch habe ich versucht, einige Spielfelder zu identifizieren, in Anlehnung an einem Paper, was ich sehr empfehlen kann, Artificial Intelligence in the Creative Industries, a Review. Und ich werde jetzt nicht auf alle Spielfelder eingehen, sondern mich auf zwei konzentrieren, nämlich Content Creation und Information Analysis, also sprich der Einsatz von KI im Produktionsprozess und im Prozess der Informationsanalyse. Genau, ein Bereich, wo KI schon lange im Produktionsprozess eingesetzt wird, ist Gaming. Also hier werden so beispielsweise die Aktionen der sogenannten Non-Player-Characters mit Hilfe von KI generiert. Allerdings bis jetzt sind die meisten NPCs prescripted, also es gibt schon Verhaltensbäume dahinter und mehr wird der Ansatz verfolgt, dass man NPCs hat, die auf Machine Learning basieren, das heißt, die reagieren selbstständig auf unbekannte Situationen. Ein weiteres Stichwort ist Interactive Storytelling, auch wieder mit Hilfe von Machine Learning werden die Users dann in der Lage versetzt, ihre eigenen Geschichten durch ihren eigenen Handlungen zu generieren.
Und auch ein anderes Thema ist sozusagen, dass die Levels in einem Spiel individuell zugeschnitten sind. Mit dieser Frage befasst sich zum Beispiel ein Forschungsprojekt am Cologne Game Lab der Technischen Hochschule Köln in Kooperation mit dem Computerspielentwickler Blue Byte. Auch wo KI zunehmend im Produktionsprozess eingesetzt wird, ist es im Bereich Schreiben von Drehbüchern, sei es im Film oder Werbung. Zum Beispiel wurde das Drehbuch für den Kurzfilm Sunspring 2016 von der KI Benjamin geschrieben. Auch hier wurde die KI gefüttert oder trainiert mit Drehbüchern von Science-Fiction-Filmen. Der Film war sehr experimentell, aber es war einer der ersten Schritte in diese Richtung. Ein anderes Beispiel ist, dass sozusagen der Trailer für den Film Morgan wurde auch von einer KI von IBM geschnitten und geschrieben. Und im Bereich Werbung wäre der Werbespot von der Automarke Lexus zu nennen, wo hier auch eine KI von IBM das Drehbuch geschrieben hat. Und das Drehbuch, also sie wurde vorher trainiert mit Drehbüchern und von Werbe und vor allem mit Werbespots von Automarken. Ein weiterer Bereich ist, wo KI auch zunehmend eingesetzt wird, ist Animation und Erstellung von Visuals, sei es im Film oder für die Gaming-Branche. Neulich hat Google ein KI-System vorgestellt, was in der Lage ist, in Echtzeit zu einer bestimmten Musik Choreografien zu generieren und auch dann die digitalen Figuren zu animieren. Weiteres Beispiel ist es auch von Google, der Pose Animator, wo es auch neueren Versionen gibt, wo die KI in der Lage ist, menschliche Posen in Echtzeit auch in Animation zu übersetzen. Das heißt, der Algorithmus speichert hier nicht die Bilder, sondern kann über eine Webcam in Echtzeit erkennen, wo befinden sich bestimmte Körperteile und übersetzt dann diese in Animation. Sicherlich weiterer Bereich Musik und Sounddesign. Hier gibt es mittlerweile eine Vielzahl an Unternehmen und Startups, die sich hier positioniert haben und KI-generierte Musik produzieren, sei es für die Werbebranche, für Gaming, für Trailer für Filme oder auch für Soundtracks von Filmen. Auch Design und Architektur. Es gibt auch viele Design- und Architekturstudios, die entweder mit KI experimentieren oder KI bereits im Produktionsprozess einsetzen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht von Nervous System Studio, die mit Hilfe von KI und mit Hilfe von generativen Algorithmen Produkten designen, wie Schmuck zum Beispiel, aber auch Lampen oder Möbelstücke oder auch wie hier ein Treppengeländer. Genau, man kann aber KI auch einsetzen im Prozess der Informationsverarbeitung. Ein Bereich wäre die Machine Learning-basierte Analyse und Kategorisierung von Daten, sei es Bild, Audio oder Text, um eben diese Datenbanken automatisch erschließbar zu machen, sei es für Forschungszwecke oder für Kuratierungszwecke. Und mögliche Einsatzbereiche wären Museen, Archive oder Kultureinrichtungen im Bereich Musik und darstellende Künste, die eben über solche Datenbanken verfügen. Und viele Museen oder nicht viele, ich weiß nicht eigentlich genau welche, die das tatsächlich schon bereits praktizieren. Die meisten erforschen das erst in die Forschungsprojekten, wie zum Beispiel das Projekt Training the Archive an Ludwig Forum in Aachen. Und es gibt auch viele Startups, die diese Leistung anbieten, gerade in Musik, sozusagen, dass die Musikdatenbanken mit Hilfe von KI verschlagworten oder analysieren oder mit Hilfe von diversen Parametern, anhand von diversen Parametern auch kategorisieren. Ein weiterer Bereich Werbung und Marketing. Auch hier ist es denkbar, dass mit Hilfe von Machine Learning diversen Arten von Daten, Ticketing-Daten, Veranstaltungsdaten, Metadaten analysiert werden, um das Verhalten und die Präferenzen des Publikums zu verstehen, prognostizieren, segmentieren, um dann eine individualisierte und personalisierte Werbung zu betreiben. Aber auch Auslastung zu prognostizieren oder die Preise auch automatisiert und dynamisch zu gestalten. Weiterer Bereich ist die Machine Learning-basierte Kuratierung und Programmgestaltung. Einige Museen haben ihre Sammlung bereits digitalisiert und auch versuchen oder ansatzweise oder schon ganz mit Machine Learning zu kuratieren, wie das Rijksmuseum in Amsterdam oder das Städtemuseum in Frankfurt. Es sind aber auch durchaus denkbar
KI-kuratierten Ausstellung vor Ort. Das hat zum Beispiel das Haus der elektronischen Künste in Basel ausprobiert, in Kooperation mit der Architekturstudio Fabric. Und die haben anhand von unterschiedlichen Parametern sozusagen unterschiedlichen Ausstellungsszenografien generiert. Und auch einige Biennalen haben immer wieder angekündigt, mit Hilfe von KI oder gänzlich mit KI die Biennalen zu kuratieren, wie der Liverpool Biennale 2020 oder auch die Bukarest Biennale 22 wird von einer KI kuratiert, die Jarvis heißt. Ein weiterer Bereich ist die Machine Learning-basierte Erstellung von Prognosen oder die sogenannte Predictive Analytics, was auch zunehmend in der Kreativwirtschaft angewendet wird, gerade in der Filmbranche, zum Beispiel um den Erfolg eines Drehbuchs zu prognostizieren, wie zum Beispiel das Software Synalytic, wo die KI wird dann trainiert mit Drehbüchern, die als erfolgreich definiert worden sind, erfolgreich im Sinne wirtschaftlich erfolgreich. Und dann kann die KI ein neues Drehbuch sozusagen kann Wahrscheinlichkeiten berechnen, wie hoch die Einnahmen sein werden von diesem Drehbuch, indem unterschiedliche Parameter berücksichtigt werden, wie zum Beispiel eine bestimmte Schauspielerbesetzung. Aber auch im Kunstmarkt gibt es solche, werden auch solche Prognosen erstellt. Wie erfolgreich wird ein Kunstwerk sein? Auch hier erfolgreich, Erfolg ist wirtschaftlich operationalisiert, also wie hoch wird der Preis eines Kunstwerkes sein? Sicherlich auch Prognosen von Hits auf diversen Plattformen. Dann natürlich auch die Prognosen, wie weit eine Kulturveranstaltung erfolgreich sein wird und erfolgreicher werden kann. Oder auch Ausstellungen, zum Beispiel die National Gallery in London hat in Kooperation mit dem Datenanalysenfirma Dexibit auch ein Projekt gestartet, inwieweit eine Ausstellung erfolgreich sein wird. Genau, und ein letztes Beispiel ist sicherlich die sogenannten Recommender Systems, die wir mittlerweile auch aus dem Alltag kennen, auf diversen Streamingdienste, sei es Musik oder Film. Und hier unterscheidet man zwischen zwei Typen von Empfehlungsalgorithmen. Das eine ist das inhaltsbasierte Filtern, das andere ist das kollaborative. Und wie der Begriff das auch schon verrät, geht es bei dem inhaltsbasierten, im Vordergrund steht das jeweilige Item, zum Beispiel ein Musikstück, und mit Hilfe von KI wird dieses Musikstück analysiert. Also einerseits das Musikstück an sich, aber andererseits auch Metadaten, wie wer ist der Künstler oder die Künstlerin, welche Genre, was für ein Genre und so weiter, um dann eben diese Items miteinander vergleichbar zu machen und sie entsprechend zu empfehlen. Und bei den kollaborativen Filtern stellen die User und Userinnen im Vordergrund. Hier werden Testprofiles erstellt. Auch hier werden diverse Daten berücksichtigt, auch wieder Metadaten, auch wieder Social-Media-Daten, aber auch welche Künstler und Künstlerinnen sich die jeweilige User und Userin anhört, welche Playlisten, wie lange, wie oft und so weiter, um letztendlich dann die User und Userinnen miteinander vergleichbar zu machen. Genau, und ich bin am Ende meiner Präsentation und möchte eine Art Fazit ziehen. Ich würde sagen, dass ich ein sehr großes Potenzial sehe von KI als unterstützendes Tool der kreativen Praktiken und der Arbeitspraxis von Kultureinrichtungen, wohl wissend, dass mit sozusagen mit diesem Einsatz gewissen Risiken und Herausforderungen einhergehen. Und dieses Potenzial entfaltet sich gerade und löst auch einen Wandel der Wertschöpfungsketten aus. Wie ich ja dargestellt habe, gibt es mittlerweile andere Produktionswege, aber auch andere Distributionswege. Ich finde vor allem auch der Ansatz der Ko-Kreativität zwischen Mensch und Maschine sehr spannend und interessant, weil es gerade irgendwie das Potenzial da sehe, neue Kreativitätsformen zu generieren, neue ästhetische Erfahrungen und im Allgemeinen die menschliche Kreativität zu erweitern oder auch neu zu denken. In Bezug auf die Frage, KI als künstlerischer Schöpfer, bin ich skeptisch. Genauso verhalte ich mich gegenüber der Frage, ist KI generierte Kunst Kunst? Und ich würde sagen, dass vielleicht wir eine andere Antwort haben werden in ein paar Jahren. Nicht nur, weil sich die Technik entwickelt, sondern weil vielleicht unser Kunstbegriff sich auch wandelt. Aber momentan sehe ich nicht so sehr den Reiz dieser Nachahmung, den Ansatz der
Nachahmung. Und noch einen letzten Gedanken möchte ich mit euch sozusagen teilen. Und zwar, sicherlich kennt ihr auch Deep Dream von Google und die Bilder, die Deep Dream erstellt. Und das wurde eigentlich entwickelt von Google, um nachzuvollziehen, wie funktionieren diese Algorithmen, also wie sieht und lernt der Computer. Und tatsächlich eröffnete Deep Dream Einblicke in den Lernprozess des Algorithmus. Und ich habe einen Satz gelesen in dem Buch The Creative Code, was ich auch sehr empfehlen kann, von dem Mathematiker Sotoy, wo er geschrieben hat, dass er findet, dass die Deep Dream Kunst die aussagekräftigsten Form von KI-Kunst ist. Und dieser Satz hat mich sehr irritiert und verwirrt, aber dann sozusagen sein nächsten Argument war, weil diese Bilder zeigen, worin es in der Kunst geht, den Versuch, die Welt mit anderen Augen zu sehen und eine andere Sichtweise einzunehmen. Und ja, finde ich eigentlich interessant und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und somit bin ich am Ende meiner Präsentation und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.